chaotischer Spontanvortrag ohne Vorbereitung. Prämisse ist, vielleicht kennen einige von euch Visual Studio Code. Visual Studio Code hat das Language-Server-Protokoll eingeführt. Es ist im Prinzip ein Texteditor mit Extensions. Ich habe mir sagen lassen, dass Atom das früher auch gemacht hat. Jedenfalls wird Visual Studio Code erst dann wirklich zu einer IDE, wenn man eben Extensions reinbaut. So. Und um Sprachunterstützung zu haben, nutzen wir eben Sprachextensions, die angebunden sind über das Language Server Protokoll. Das heißt, der Visual Studio Code Prozess redet mit irgendeinem sprachspezifischen Language Server über das Language Server Protokoll und der sprachspezifische Language Server implementiert dann Magic, zum Beispiel richtiges Syntax Highlighting oder eben sowas wie Jump to Definition, also klickst auf eine Funktion drauf und springst zur Definition und so weiter. So. Für C und C++ gibt es primär den Language Server Clang-D, also der Clang-Compiler und dann ein D für wahrscheinlich Daemon hinten dran. Das ist der bekannteste, populärste und vermutlich auch beste funktionierendste Language Server für C und C++, basierend eben auf dem Clang-Frontend zum Parsen von C++. So, jetzt bietet dieses Language-Server-Protokoll nicht nur solche Leseoperationen an, wie na, springe mal irgendwo hin und highlighte irgendwas, sondern es bietet mir auch Refaktorierungswerkzeuge an. Und nicht nur Refaktorierungswerkzeuge, sondern auch sowas wie smarte Code-Completion oder andere Sachen, die mir eben den Code verändern und einen neuen Code einfügen. Leider gibt es davon noch nicht allzu viele im Clang-Language-Server. Und ich bin in einen Fall reingelaufen, der ein bisschen so aussah, dass ich eben eine Basisklasse irgendwo her hatte. Struct base. So, Basisklasse in C++ heißt, es gibt halt irgendeine virtuelle Funktion drin. Also nicht unbedingt, aber in dem Fall. Void func. Und die war in dem Fall pure virtual. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt für meinen Code muss ich eben dieses Interface definieren. Also definiere ich mir hier eine neue Klasse und die erbt halt von dieser Base und soll dieses Interface implementieren. Und jetzt gab es halt nicht nur eine Funktion, sondern irgendwie fünf. Da habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich jetzt gerne Knopf drücken und dass er diese ganzen Deklarationen zumindest schon mal hinschreibt von der Funktion. Dann weiß ich, was ich alles implementieren muss und ich muss es nicht immer per Hand irgendwie abtippen. Also müsste ich jetzt eigentlich irgendwie hingehen und sagen, void, func, override. Und das wird halt irgendwie langweilig, wenn es ein Ding fünf Parameter hat und dann noch komplizierte Rückgabetypen und ich habe irgendwie 10 Funktionen davon. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das hört sich doch eigentlich nach etwas an, was nicht allzu schwierig zu implementieren ist. Und dann habe ich mir aufgemacht und habe mal angefangen, das zu implementieren. So, diese Code-Refaktorierungs- und Einfügeoperationen nennen sich im Clang die Tweaks. Warum die Tweaks heißen, weiß ich nicht. Vielleicht liegt das auch im Language-Server-Protokoll. Also war halt ein Tweak. Also habe ich angefangen, ein Tweak dafür zu schreiben. Und naja, dann bin ich darauf gestoßen, dass das ja nicht einfach irgendeine Programmiersprache ist, sondern das ist C++. Das heißt, es ist nicht einfach. Es kann keinen Fall geben, wo irgendwas in C++ mal einfach ist. Und das könnte auch der Grund sein, warum es kaum Tweaks gibt in Clang-D. Und ich möchte mal so ein bisschen versuchen zu erklären, warum das so kompliziert ist. Schauen, ob ich noch die ganzen Randfälle aus dem Gedächtnis bekomme. So, was sehen wir hier? Das ist erstmal links so ein bisschen Editor. Das ist der sogenannte Compiler Explorer. Der nennt sich Compiler Explorer, weil man damit verschiedene Compiler ausprobieren kann. Das sieht man jetzt irgendwo. Das mal in die Mitte. Das ist immer ein bisschen kleiner und dann, wenn man das irgendwie diese Liste ausklappt, dann sieht man, da gibt es halt gibt's ein paar Compiler, ne, die man irgendwie ausprobieren kann. Ja, also auch das sind nicht ganz so viele, das sind halt auch unterschiedliche Versionen, aber das ist trotzdem interessant zu schauen, wie sich die verschiedenen Compiler verhalten. Also es ist eigentlich gedacht für kleine Code-Snippets und standardmäßig bekommt man dann hier so eine Disassembly. Das heißt, wenn ich da jetzt mal anfange, irgendwelche Funktionen schreibe, dann geben wir dir mal einen anderen Namen. Und was irgendwas rein wie Puts, Chaos. Dann sieht man da am Ende die Instruktionen, die der Compiler eben generiert für das Programm. So, das ist so der Primäranwendungsfall, aber das Ding hat irgendwie noch 10.000 verschiedene andere Tools
Und was ich dort heute eigentlich nur benutze, ist, ich benutze nur, dass ich da so einen Compiler habe, der mir mal schnell Ausgabe erzeugen kann. Und die Ausgabe, die ich interessiert bin, ist diese, über diesen Compiler-Flag hier, diese Dump-Record-Layouts. Das ist hier in dem Fall der Teil der Ausgabe und das sind die Layouts der Klassen, die ich definiert habe. Mit Layout ist halt gemeint, an welchen Offsets sich welche Member befinden. Und in C++ ist das noch relativ simpel, das heißt, ich kann die Klassendefinition anschauen und kann anhand von der Klassendefinition vorhersagen, wie das Ding im Speicher aussieht. So, das unten drunter kann man ignorieren, das ist, wenn ich mich recht entsinne, der AST, auch wenn ich jetzt sage, IR-Gen Record Layout, oder zumindest der Teil vom AST, der was zu tun hat mit den Records, ja, das ist jedenfalls AST, der uns nicht interessiert, was uns interessiert, ist eigentlich das da oben, weil ich das benutzen werde, so ein bisschen zu erklären, warum dieser Tweak so schwierig zu implementieren ist in den RAN-Feld. So, das heißt, wir können das Teil hier ein bisschen ignorieren, weil wir schauen uns nicht den generierten Code an, sondern wir schauen eigentlich nur an, wie diese Strukturen aussehen. So, jetzt muss man auch historisch gesehen wissen, C++ hat angefangen als C with Classes. Das heißt, man hatte vorher C gehabt, C hatte Strukturen, so wie sie aussehen, hat aber keine Klassen im Sinne von, hatte keine Vererbung, hat es auch heute noch nicht, hat keine Methoden, hat keine virtuellen Funktionen, keine Interfaces, kein So, das heißt, C++ hat angefangen, hat ein paar Sachen davon definiert, mit dem Ziel, Zero-Cost-Abstractions zu haben. Das soll heißen, du solltest eigentlich nicht mehr zahlen, wenn der Compiler das macht, als wenn du selber in Assembly programmierst. Das hatte auch damit wohl zu tun, dass Stroustrup, der eben C++ erfunden hat, damals zuerst einen Simulator geschrieben hat in einer Programmiersprache, dessen Namen ich vergessen habe. Und der war dann zu langsam und dann wollte er es in einer schnelleren Programmiersprache schreiben oder einer Programmiersprache, die man einfacher, effizienten Code schreiben kann. Das war C, aber er hatte objektorientierten Code vorgeschrieben, weil der Simulator halt sich dafür geeignet hat. Und C hat sich halt nicht gut geeignet, um diesen Code zu schreiben. Deswegen hat er etwas um Klassen und solche Sachen erweitert. So, er wollte aber halt effizienten Code haben, das war sein Ziel, also Zero-Cost-Abstractions. So. Jetzt, der einfachste Fall ist, was passiert denn eigentlich, wenn ich so eine virtuelle Funktion habe? Also ich muss die noch instanzieren, so ein Objekt noch anlegen, das dann nämlich dumpt das Layer von dem Struct. So, der einfachste Fall ist, ich füge mal so eine virtuelle Funktion zu. So. Ja? Lass uns das vielleicht mal ans Ende schieben, weil das eine relativ breite Diskussion werden könnte. Aber merkst du bitte, ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen so einen Fluss haben, sozusagen, damit wir nicht eine Stunde brauchen, um zu dem Problem zu kommen. Okay, also, virtuelle Funktion. Was ist überhaupt eine virtuelle Funktion? Für jemanden, der bisher Go geschrieben hat und sowas noch nie gesehen hat. Die Idee von einer virtuellen Funktion ist, dass ich eben eine abgeleitete Klasse definieren kann, also eine weitere Klasse definieren kann. Oder eigentlich muss ich anders anfangen. Man hat eine Funktion, die nimmt beispielsweise ein Zeiger auf diesen Foo-Typen und ruft auf diesem Foo-Typen oder auf diesem Objekt eigentlich, ruft diese Funktion auf. So. Und virtuelle Funktion, das Wort virtuell ist ein bisschen seltsam an der Stelle meines Erachtens, bedeutet, dass diese Funktion muss existieren, aber ich weiß nicht genau, welche Implementierung aufgerufen wird an dieser Stelle. Das wird erst zur Laufzeit entschieden anhand von dem tatsächlichen Typen, auf den dieser Zeiger verweist. Dieser Zeiger verweist jetzt nicht mehr eindeutig auf ein Objekt vom Typen Foo, sondern es könnte auch ein anderer Typ sein, der eben eine andere Implementierung hat von dieser Funktion. So, wir werden uns gleich anschauen, wie das implementiert ist. Und der Grund, warum man sowas macht, ist, dass man diese berühmten Interfaces eben definieren kann. In den Programmierbüchern findet man dazu gerne irgendwie, es gibt das Interface Animal und dann gibt es die Implementierungsklassen Dog und Cat und die haben halt unterschiedliche Geräusche, die sie erzeugen, wenn man irgendwie die Methode Sound oder sowas aufruft. Ein wirklich gutes Beispiel fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, weil ad hoc Beispiele zu finden ist immer doof.
Insofern gehen wir einfach mal lustig weiter und glauben einfach mal, dass es dafür sinnvolle Anwendungsfälle gibt. So, entfernen wir diese Funktion und schauen uns an, wie das implementiert ist. Wie sieht unser Layout aus, wenn ich einfach nur eine virtuelle Funktion habe? Also erstmal schauen wir uns nochmal an, ohne virtuelle Funktion. Ohne virtuelle Funktion ist das Ding einfach leer und wir sehen hier, das Ding ist empty, size of ist 1, das ist so eine Technikalität von C++. Jedes Objekt hat eine Größe, also hat das Ding eine Größe von 1, das ist ein Byte. Und wenn ich jetzt diese virtuelle Funktion wieder hinzufüge, dann hups, da steht so etwas wie vTable Pointer. So. vTable Pointer ist ein Zeiger auf Informationen zu dem Typen. Also das heißt eigentlich, vTable steht wahrscheinlich für Virtual Function Table Pointer. Aber es zeigt eben nicht nur auf virtuelle Funktionen, sondern auch auf mehr Informationen, aber alles zugehörig zu einem Typen. Das heißt, der Compiler generiert mir jetzt irgendwo so eine Struct vTable und da sind ein paar Einträge drin. Zum Beispiel sowas wie so Nameneintrag und dann gibt es was weiß ich nicht noch für Sachen da drin, alles. Und dann gibt es so eine schöne Tabelle, die ich jetzt einfach mal irgendwie so hinschreibe. Virtual Functions und dann hat das irgendwie die Länge 1. Und wenn ich jetzt das hier ersetze quasi, dann habe ich da drin ein vTable Pointer vPTR und ich habe einen Konstruktor generiert und was der Konstruktor macht, ist, er setzt vPointer auf vTable Table und das wird irgendwie initialisiert. Also schreiben wir die initialisieren mal nicht hin. Und initialisieren diesen vPointer auf vTable for foo. So. Das heißt, was ich gewonnen habe durch diese virtuelle Funktion ist, ich habe einen. Ups. Was macht der Compiler Explorer? Ich habe einen Member gewonnen, der ein Pointer ist und auf ein Objekt zeigt, solange nicht konstant ist und Teil von der Binary. Und in diesem Objekt selber sind ein paar Informationen drin, zum Beispiel so eine Tabelle von virtuellen Funktionen. Und wenn ich das jetzt wirklich richtig initialisieren würde, würde ich auch irgendwie hinschreiben, hier gibt es halt irgendwo eine Funktion, sowas wie dieses bar, wenn ich es hier wirklich implementiert hätte, sowas wie void foo bar und es bekommt so einen Foo-Zeiger. Entschuldigung. Wenn ich das implementieren würde, müsste ich erstmal ableiten. Das war bar von abgeleitet. So, das war jetzt hier rein. Und sagen void bar override. So, aber das schreibe ich ja nicht hin, weil ich habe ja die virtuelle Funktion immer auskommentiert. So. Und wenn ich das hinschreiben würde, dann gibt es dann genauso ein const foo vTable for bar ist und dann machen wir einen Konstruktor hier rein und der Konstruktor initialisiert diesen Member von der Parent Class. Das schreibe ich jetzt mal ein bisschen bescheuert hin, aber ist ja egal. vPointer ist und vTable for bar. So. Schauen wir mal. Da muss noch irgendwo ein Const rein. Boom. So, okay. Also, was wir sehen ist, jedes Objekt hat einen vPointer, aber diese vTables, die existieren nur einmal pro Programm, pro Typen. Und was jetzt hier drin steht, ist sowas wie, ich habe diese bar-Funktion noch nicht implementiert, bar. Also in der Klasse bar gibt es die Funktion bar, ist ein bisschen doof hingeschrieben, aber so ist es halt. Der hat halt irgendeine Implementierung und die muss ich jetzt einfach mal oben drüber schreiben, weil Gründe. Dot virtual functions ist und bar. Das können wir jetzt dann kompilieren, aber ist eigentlich gerade wurscht. Grundsätzlich also ist die Idee, dass es diese globalen Konstanten gibt und in den globalen Konstanten gibt es eine Liste von virtuellen Funktionen und diese virtuellen Funktionen sind dann eben
initialisiert mit Funktionszeigern auf die tatsächliche Implementierung, also das, was eigentlich hier stehen würde, wenn ich das irgendwie ausschreiben würde. Das generiert der Compiler alles für mich, wenn ich virtuelle Funktionen benutze. Also nochmal zu rekapitulieren. Wenn ich eine virtuelle Funktion in einer Klasse hinzufüge, bedeutet das erstmal, diese Klasse bekommt einen Viewpointer. Und dieser Viewpointer zeigt auf Metadaten für die Klasse. Diese Metadaten gibt es halt einmal pro Typ. Und wenn ich jetzt anfange, diese Klasse irgendwie ableite, dann wird dieser Viewpointer anders initialisiert, nämlich dass es eben auf die Informationen zu der abgeleiteten Klasse zeigt. Und innerhalb von diesen Metadaten gibt es eben auch die Liste von virtuellen Funktionen drin. Und in diesen virtuellen Funktionen schreibe ich dann beispielsweise rein, wenn ich eine andere Implementierung habe. Ist das soweit klar oder bin ich da vielleicht etwas zu schnell drüber gegangen? Ja, nein? Okay. Die einzige Frage wäre quasi, woher weiß man im V-Table, welcher Typ gerade gecallt wird? Weil du brauchst, da bräuchte man irgendwie Reflection, damit die Funktion, also wenn ich das dann quasi den Zeiger und die versuchen wir das mal aufzurufen, um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Also angenommen, ich habe so ein, habe so eine Funktion foo und diese Funktion foo, func, die Funktion func bekommt einen Zeiger auf ein Objekt vom Typen foo. Dann weiß also func, dass f so einen Viewpointer hat. Ja? So, und dieser Viewpointer hat innen drin eine Liste von virtuellen Funktionen. Und jetzt weiß der Compiler auch, für jede virtuelle Funktion gibt es einen hardcodierten Offset. Und dieser hardcodierte Offset ist einfach normalerweise die Reihenfolge, in der sie deklariert sind. Das heißt, wenn ich jetzt zwei virtuelle Funktionen hätte, dann wäre die erste halt hätte Offset 0 und die zweite Funktion hätte Offset 1. So, wenn ich jetzt also bar aufrufen will, bar hat Offset 0, also gehe ich hier an Offset 0 und das ist jetzt mal die Adresse von meiner Funktion. Hat das dann eine Frage damit beantwortet? Okay. Super. So, jetzt kommen wir quasi zu dem Tweak. Bei dem Tweak ist die Situation ja noch im Prinzip so, dass ich jetzt also, ich lasse mal den Code vielleicht dastehen und definiere mal ein paar neue Klassen unten drunter. Struct base virtual void func. Und struct derived, base abgeleitet. So, und ich bin jetzt sozusagen hier irgendwo drin und sage jetzt dem Compiler, hey, oder dem Language Server eigentlich, dem Client D, sage ich, hey, schreib mir mal bitte der Deklaration rein für alle rein virtuellen Funktionen. Und rein virtuelle Funktionen sind Funktionen hier mit so einem ist gleich 0, die erzwingen, dass eine abgeleitete Klasse eine Definition dafür liefert. Das ist sozusagen die exakte Beschreibung davon. Man kann es etwas schwammiger formulieren, nicht ganz so genau. Diese Funktion hat keine Definition, das stimmt nicht ganz, aber diese Funktion hat keine Definition und ich brauche aber eine Definition, weil wenn ich ansonsten hier diese Funktion aufrufen werden würde, dann wird das Programm ja crashen, wenn es keine Definition dafür gibt. Das heißt, es gibt diese Idee von einer rein virtuellen Funktion, das entspricht in anderen sauberen Programmiersprachen einem Interface. Wenn ich von einem Interface ableite, muss ich alle Funktionen davon implementieren. Das gibt es so ähnlich auch in C++, aber halt irgendwie alles durcheinander. Ja? Das heißt, es gibt diese rein virtuellen Funktionen. Wenn ich mir die irgendwie in die Klasse reinhole, zum Beispiel über Vererbung und indem ich es selber deklariere, dann kann ich kein Objekt von dem Typen anlegen. Ich muss erst die ganzen Dinger definieren und dann kann ich ein Objekt davon anlegen, weil dann hat es wirklich alle Funktionen auch definiert. So. Also ist die Idee, na gut, schau doch mal irgendwie nach in die Basisklasse, was es da für rein virtuelle Funktionen gibt und schreibt mir die sozusagen da irgendwie hin. Das ist schon schwierig genug, aber das kriegt man vielleicht noch halbwegs hin. So, also im Prinzip möchte ich, dass er das hinschreibt. So, vielleicht so oder vielleicht mit Schleifenklammer. Oder wenn es irgendwie noch schöner sein soll, hier irgendwie mit Override. Das kennt man wahrscheinlich auch von Java, dieses Override-Keyword. So, das hätte ich gerne. So, Problem Nummer 1 ist, das ist ja C++. Ja. Jetzt ist der Fall hier relativ einfach. Ich habe eine Basisklasse und diese Basisklasse ist eine virtuelle Funktion. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Hierarchie habe? So. Und ich erbe von Base 2.
Das geht wahrscheinlich sogar noch in anderen Programmiersprachen, weil es da Interface-Vererbung gibt. So, das heißt, kann man sich überlegen, aha, der Fall ist ja noch einfach. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, ja, dann muss ich so ein bisschen so einen Baum traversieren. Ne? Also zumindest hier ist es so eine lineare Kette. Und ich sammle einfach anhand von dieser Kette alle virtuellen Funktionen auf. So, also sage ich irgendwas. Hier kannst du ja noch eine zweite rein virtuelle Funktion geben. So. Und jetzt hätte ich gerne Func und Bar und die müssen dann in irgendeiner Reihenfolge da drin stehen. Aber das kriege ich vielleicht noch alles irgendwie hin, indem ich so eine Depth-First-Search mache. Zumindest bei einer Kette ist es ja noch einfach. Ne? Da gehe ich sozusagen die Klassen nach oben und fange bei der obersten Basisklasse an und nehme da alle rein virtuellen Funktionen, schaue, dass die nirgendwo anders definiert sind, weil ich möchte nur Funktionen hier unten definieren, die bisher noch keine Definition haben. Und dann gehe ich so weiter in dieser Kette und ja, das hört sich noch einigermaßen plausibel an. So, dann kommt natürlich der Fall Nummer 2. Wir haben ja noch Mehrfachvererbung, das ist ja C++. Das kann ja nicht kompliziert genug sein. So, das heißt, wir haben hier auch noch irgendeine andere Klasse und die hat vielleicht auch noch eine andere virtuelle Funktion. Gu oder nennen es mal Miau, damit es auch wirklich ganz anders ist. So, und jetzt sieht man schon so ein bisschen, das ergibt schon Komplexität, ne? Weil das ist jetzt schon ein Baum, das ist mehr keine Kette und jetzt muss ich auch wirklich schon eine echte Depth-First-Search machen. Ja, Was bitte? hast du so schön gesagt, C++ ist alles andere als einfach. Aber müsst ihr denn beispielsweise Base 2 schon Funk implementieren? Nein, du kannst aber kein Objekt von Base 2 mehr anlegen. Das heißt, du kannst die virtuellen Funktionen sozusagen zusammen vererben. Das ist alles kein Problem, das ist so eine Art wie Interface-Vererbung. Du akkumulierst so diese ganzen virtuellen Funktionen. Und wenn du ein Objekt anlegen willst, in der Klasse, von der du ein Objekt anlegen willst, dafür müssen alle implementiert sein. So. Also merkt schon, jetzt ist es schon komplizierter. Jetzt haben wir nämlich so einen schönen Baum, den wir traversieren müssen mit Depth First Search. Und jetzt gibt es zwei interessante Details, die halt auch noch erlaubt sind in C++, die dann die Komplexität explodieren lassen. So, jetzt nehmen wir das mal ein bisschen anders um. Nehmen wir das mal irgendwie Base 0 und Base 1. Oder dann das vielleicht Base 0a und 0b. Und nennen wir das irgendwie Base 1. Und wir machen das von Base 1 und machen hier Base 0a und Base 0b. Und dann haben wir ein bisschen diese Baumstruktur hier auch drin. So, was ist denn, wenn wir das hier auch Funk nennen? Ja? Ja, die Frage ist, was macht denn das jetzt? Ja, das ist schon interessant. Was macht das jetzt? Ja, die Antwort ist, wenn ich mich recht entsinne noch, das ist schon kompliziert genug, dass es beide Funkfunktionen überschreibt. Also beide Funkfunktionen implementiert. Jetzt können wir vielleicht mal den Code oben drüber auskommentieren. So. Was ist, wenn die jetzt nochmal Base minus 1 bei der Ableitung suchen? Das, Und das, da jetzt kommen, da kommen wir hin, da kommen wir ich hin. habe Es ist eine jetzt, Frage. ja? Hast du am Ende einfach iterativ den Compiler aufgerufen und die Fehler gepasst, dann jeweils einen mehr reingestopft in den Nein, Loop-Start? nein, nein. Weil das ja wirklich mal eine Interessante wäre. Ja, tatsächlich hat der Code Reviewer von Clang mir dann gesagt, dass ich vielleicht doch erstmal irgendwie die Randfälle nicht betrachten soll. Aber ja, wenn man schon so halb da drin ist und schon die ganze Tree-Traversierung so geschrieben hat, dann möchte man auch, dass die letzten Randfälle dann auch noch funktionieren. Das ist so eine Sunken-Cost-Fallacy ist sie vielleicht. Naja, sagen wir es mal so, ich habe den Code immer noch nicht submitted. Mittlerweile haben sie ihr Code-Review-Tool geändert. Also ja, bis das gemerged wird, das wird noch ewig dauern. Wenn überhaupt. So, also Problem Nummer 1, wir können hier Funktionen haben in unterschiedlichen Basisklassen. Das ist aber nur so ein bisschen ein Problem von Deduplizierung. Naja, wir wollen jetzt hier keine zwei Einträge erzeugen, sondern nur einen. Fair enough. Aber es wurde ja schon angesprochen, es gibt ja noch andere Späße, nämlich was passiert denn, wenn wir jetzt hier so ein bisschen mehr Hierarchie haben? Was passiert denn beispielsweise, wenn wir Base 1a haben und in Base 1a haben wir ein Void Func Override und überschreiben damit von Base 0a die Funktion Func. Und jetzt beerben wir hier von Base 1a und von Base 0b.
So. Und das führt schon zu der ersten Beobachtung. Wenn ich eine Funktion habe, eine virtuelle Funktion, dann gibt es zu dieser virtuellen Funktion einen sogenannten Final Overrider. Der Final Overrider ist die Funktion, die tatsächlich am Ende aufgerufen wird, wenn ich ein Objekt von dem Typen da liegen habe und diese virtuelle Funktion aufrufe. Und ich dachte zunächst, als ich mich mit Mehrfachvererbung nicht so richtig beschäftigt habe und virtuellen Funktionen, dass der Final Overrider eine Eigenschaft ist von einem Typen und einer Funktionssignatur. Das stimmt aber nicht. Genau aus diesem Grund hier. Na, ich kann ja virtuelle Funktionen haben, die aus unterschiedlichen Basisklassen herauskommen. Das heißt, irgendwie muss ich jetzt auch noch sagen, was ist denn der Final Overrider für Fälle? Also man kann das konstruieren, hier beispielsweise, indem man das so macht. Base 1b, was von Base 0b ableitet und func auch überschreibt. Dann brauche ich hier func nicht mehr zu implementieren. Aber wenn ich jetzt dann frage in derived, was ist denn der Final Overrider von func, ist diese Frage nicht wohl definiert. Weil es gibt zwei Overrider von func. Es gibt einen Overrider, Final Overrider, das ist der hier von dem func, was in Base 0b reingekommen ist. Und es gibt einen Final Overrider von func, das in Base 0a reingekommen ist. So, das heißt, ich muss die Frage eigentlich stellen, in einem Typen und einer Funktionssignatur und einer von den möglichen Subobjekten, also den Basisklassen, was ist denn dafür der Final Overrider? Das macht das Ganze natürlich etwas komplizierter, auch herauszufinden, ob ich alles schon overwritten habe und so nicht. So, jetzt kommt noch der Dreaded Diamond rein, ich glaube, auf den Mero noch rein wollte, und zwar. Was ist denn, wenn wir zweimal von derselben Basisklasse erben? So, jetzt machen wir das mal ein bisschen einfacher hier. Und dafür müssen wir ein bisschen verstehen, wie das denn implementiert ist. Das hilft nämlich. So, dann schauen, wo beschwert er sich? Irgendwie hat sich irgendwas, was nicht so wirklich wichtig ist. Wie ist denn das Layout jetzt von diesem Derived D? So. Und jetzt muss man gerade mal überlegen, dass ich jetzt keinen Schwachsinn erzähle. Sagen wir mal, wir erben von Base 0. Lass mal gerade kurz überlegen, wo sind wir denn jetzt hier? Von Base 1, Base 1a und Base 1aa. So. Jetzt ist unsere Größe 16, weil wir haben zwei VTable Pointer da drin. Das ist die Zero-Cost Abstraction von C++. Und zwar, wenn ich eine Funktion habe und die bekommt eine, sagen wir mal, Base 0a, dann Pointer, so. Und ich habe in C++ halt keine reinen Interfaces, das heißt, ich kann da irgendwelche Member reinstecken, dann muss ich irgendwie auch auf diese Member zugreifen können. Und dieser Zugriff soll effizient sein, weil Zero Cost Abstraction und so, ne? So, jetzt muss ich aber irgendwie überlegen, naja, basierend auf diesem Pointer, wie komme ich denn an dieses M dran? Da gibt es ja eine Relation. Wenn ich jetzt mal die ganze Vererbung mir mal weg überlege, dann ist einfach dieser Member hat irgendeinen Offset in dieses Objekt rein. Wir wissen ja, sobald ich eine virtuelle Funktion habe, habe ich einen V-Pointer als Member. Das heißt, ich habe jetzt zwei Member, das sollten wir auch irgendwo sehen. Genau, wir haben hier den VTable-Pointer, der ist direkt im Offset 0 und dann am Offset 8 haben wir diesen Integer-Member. Das heißt, wenn ich jetzt einen Pointer bekomme auf so ein Objekt, zähle ich einfach 8 drauf, also 8 Byte, und dann komme ich an die Stelle, wo dieser Integer ist. So. Das heißt, meine Funktion hier unten muss Code generieren können, der sich darauf verlässt, dass dieser Integer-Member genau 8 Byte sozusagen
an dem Pointer, von dem Pointer entfernt ist. So, jetzt kann ich aber, weil es ja Vererbung ist, diese Funktion aufrufen mit einem Objekt vom Typen derived. D, Funk und D. So, das heißt, irgendwo, was geht jetzt hier gerade nicht, also kann man nachher schreiben, so. Irgendwo, ja, das ist jetzt ambiguous, aber das ist nicht wirklich wichtig. Irgendwo muss es innerhalb von diesem derived einen Teil vom Speicher geben, der genauso aussieht wie ein Base0b oder Base0a. Weil ich muss ja die Adresse übergeben und an dieser Adresse muss das Layout von dem Typen genauso sein, wie ich mir das vorstelle. Weil diese Funktion Funk, die kann sogar irgendwo dort stecken, an der Stelle, wo der Compiler überhaupt nichts davon weiß, dass es irgendwo anders was mit Inheritance geht, gibt. Das heißt, diese Funktion muss sich darauf verlassen, dass wenn es das einen Pointer bekommt auf so ein Objekt, dass das Layout halt so ist, wie es ist. Und die Vererbung darf nichts daran ändern. Und das ist der Grund, wenn ich hier so mehrfach Vererbung habe, warum ich solche komischen Layouts hier habe, wo es einmal sagt, struct base 1a und struct base 1aa, das sind nämlich die sogenannten Basisklassen-Subobjekte. Also das ist ein Objekt wirklich vom Typ base 1a, was da innen drin steckt, genestet, wie als ob ich eine Struktur von Strukturen hätte. Und deswegen gibt es halt hier auch ein zweites. Und weil wir ja wissen, dass wenn ich so ein Objekt vom Typ base 1a, das hat virtuelle Funktion, das hat einen V-Pointer, habe ich ganz logischerweise dann am Ende auch hier zwei V-Pointer drin. Ne? Weil die V-Pointer ja Teil sind von diesem Layout. So, und das erklärt dann im Prinzip auch so ein bisschen, dass ich halt Overrider habe, Final Overrider, die an diesen Subobjekten dranhängen. Ja, weil dieses Subobjekt, das hat ja möglicherweise einen anderen V-Table-Pointer als das hier. So, deswegen kann man sich so ein bisschen erklären, naja, also ein Final Overrider ist eine Eigenschaft von einem Typen, eine Funktionssignatur und eine Basisklassen-Subobjekt. So. Und bei so einer Art von Diamant, also diese Klasse haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr in Benutzung gerade, bei so einer Art von Diamant habe ich jetzt einfach eine Duplikation. Ich habe zweimal dieses Base0a da drin und deswegen sagt er mir unten auch, dass er nicht weiß, wie er das von derived nach Base0a konvertieren soll, weil es gibt zwei Pfade dahin, weil ich zwei verschiedene Kopien davon, also nicht Kopien, ich habe zwei separate Basisklassenobjekte, Subobjekte von diesem Typ. So, das heißt, das ist nicht wirklich ein Diamant, sondern das ist einfach ein Baum, wo zwei Knoten den gleichen Typen haben. So, basteln wir mal einen echten Diamanten. Das geht natürlich auch noch, weil es ist ja C++. So. Ja, dann nur zwischendurch ja? Was passiert, also welches von diesen Integer-Ms wird denn dann angefasst, wenn ich direkt auf die Derived zugreife? Das wird nicht gehen, weil das hat genau das gleiche Problem, weil er nicht weiß, welchen du da anfassen willst. Also wenn ich das hinschreibe, müsste er mir eigentlich sagen, hey, welchen meinst du denn eigentlich? Es gibt ja zwei Member M. Ja? Okay, so. Jetzt machen wir mal einen echten Diamanten. So. Für diesen Diamanten recyceln wir einfach dieses tolle Virtual Keyword, weil wir haben nämlich genug Verwendungen davon. Und das Virtual macht jetzt etwas, das wahrscheinlich die allerwenigsten C++-Entwickler kennen, nämlich die sogenannte Virtual Inheritance, und die ist total abgefahren. Also die Virtual Inheritance, ich muss jedes Mal neu drüber nachdenken, was die eigentlich macht, weil die einfach total weird ist. So. Bei der Virtual Inheritance weiß jetzt der Typ Base 1AA nicht mehr, wo innerhalb von ihm selber dieses Subobjekt liegt. Weil das erst zur Laufzeit bestimmt wird. Warum ist das so? Dieses Virtual, ich habe ja gesagt, wir bauen einen echten Diamanten. Das dedupliziert. Das soll heißen, wenn ich jetzt irgendwo in dieser Inheritance Hierarchy zwei Virtual Inheritance habe von derselben Basisklasse, gibt es dafür nur ein Subobjekt. So. Weil es jetzt aber nur ein Subobjekt gibt, gibt es auch nur einen Ort, wo dieses Subobjekt liegen kann im letzten Objekt drin. Und da es nur einen Ort gibt, wo sollen denn diese beiden Klassen, die jetzt beide mal virtuell von dem einen Teil geerbt haben, wo sollen die denn wissen, worauf sie sich geeinigt haben? Die wissen eventuell gar nichts voneinander. Die wissen einfach nur, sie erben virtuell von dieser Basisklasse. Und erst das Most Derived Type hier, das weiß, oh, ich vererbe tatsächlich zweimal von diesem Ding. Ich muss das deduplizieren, ich habe nur ein Subobjekt davon. Ich überlege mir, wo ich das hinlege, ich lege das hier hin in mich selber. Das sieht man wahrscheinlich auch hier ein bisschen in diesem Layout drin.
Base 0a hier, da das hingelegt, dann Offset 0, sorry, Offset 8. Also da liegt mein, auch mein Int m hier mit Offset 16. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich denn zur Laufzeit so eine Auflösung? Also wenn ich jetzt hier hingehe und habe ein Func Base 0, sagen wir Base 1a, so, und möchte gerne auf den Member zugreifen, wie funktioniert denn das überhaupt? Ja, weil dieses Base 1a, das weiß ja gar nicht, wo dieses virtuelle Subobjekt liegt. Ja, weil das ist ja dedupliziert worden. Das ist jetzt gar nicht mehr irgendwie am Anfang von der Klasse, also wenn ich mir das hier anschaue, das ist Base 1a. Wenn ich ein Base 1a-Objekt anlegen würde, wäre an Offset 8, wäre das Teil. Aber ich kann genau, also hier ist es zufälligerweise auch in Offset 8, aber es muss nicht so sein. Das kann halt auch irgendwo ganz anders liegen. Naja gut, schlechtes Beispiel. Ich kann wahrscheinlich kein besseres konstruieren, aber ihr könnt mir glauben, dass das hier ist nur eine Visualisierung, aber es muss eigentlich gar nicht an der Stelle liegen. Und ich muss zur Laufzeit herausfinden, wo das Ding hier genau eigentlich ist. Also ich muss irgendwie bestimmen, wo ist denn dieses Subobjekt, dieses Base 0a Subobjekt, und kann erst dann auf diesen Member zugreifen. So. Und da kommt eben ins Spiel, dass diese Metadaten, die wir haben, eben nicht nur den Namen und virtuelle Funktionen enthalten, sondern auch Offsets. Da steht dann drin, hier deine Basisklasse, Base, was war's, 0a, Offset, irgendwie sowas, keine Ahnung, nehmen wir es mal als Integer, Int, Base 0a, Offset, so. Und wenn ich dieses Ding innerhalb von der VTable gespeichert habe, und zwar innerhalb von meiner, muss ich gerade kurz überlegen, innerhalb von meiner eigenen VTable, das heißt, wir haben hier eine Funktion, Base 1a Pointer, dann hat Base 1a eine VTable, auf die weiß ich, wie ich zugreife, weil der VPointer liegt immer in Offset 0. Dann nehme ich also diese VTable und in der VTable steht drin, wenn du den Pointer hast, dann musst du da 24 drauf addieren und dann bist du bei der Base 0a Basisklasse. Also du kannst dir vorstellen, wie ein virtueller Funktionsaufruf, nur halt optimiert, das ist kein eigentlicher Code, sondern das ist einfach nur eine integer Berechnung hinten dran. So. Lange Rede, was hat das für Auswirkungen auf den Tweak? Das hat als Auswirkung auf den Tweak, dass wir eben noch eine Verkomplizierung haben, nämlich diese bescheuerte virtuelle Vererbung und die Deduplizierung. Jetzt macht der mittlere Maustaste. Die Deduplizierung, die da hinten dran steckt. Wir müssen gerade mal versuchen, das zu rekonstruieren. Weil man kann nämlich damit Sachen hinschreiben, die ungültig sind, die Clang aber immer noch parsen kann. Also das ist ja klar, Clang kann alles Mögliche parsen und dann manche Sachen sind halt irgendwie semantisch unsinnig, wie wenn ich irgendwie, was ist denn in C++? Semantisch ein Fehler kann ich aber hinschreiben. Also was das zum Compiler-Fehler führen würde. wenn ich an, das wird ja auch funktionieren. Okay, wenn ich eine Double deklariere, aber einen String zuweise, ich glaube, das sollte nicht kompilieren. Also Double D ist Hello. Das sollte hoffentlich mal nicht kompilieren. Schauen wir mal, tut's das? Ja, okay, das funktioniert. Ich muss nämlich drüber nachdenken, weil natürlich funktionieren solche Dinge in C++. Ja, also das hier ist kein Compiler-Fehler. Deswegen musste ich kurz mal nachdenken, wie man ein einfaches Beispiel hat. Das ist ganz klar, das ist ganz klar true. Ne? Also auch wenn ich hier false reinschreibe, ist das ganz klar true. So, also das kann ich ja semantisch hinschreiben, das kann ich ja hinschreiben und Clang kann dafür ein AST erzeugen und wird mir aber irgendwie sagen, hey, wenn ich das kompilieren will, hey, du hast da etwas drin, was keinen Sinn ergibt. So. Das heißt, ich kann Fälle konstruieren von Vererbung und Funktionsüberschreibungen, die keinen Sinn ergeben, die aber trotzdem in einem AST präsentierbar sind. Und damit muss ich halt auch umgehen können. Na, ich möchte ja nicht, dass mein Tweak crasht, nur weil du irgendwo einen Fehler in deinem Programm hingeschrieben hast. So, dann soll mein Tweak halt sagen, sorry, ich kann dir das Zeug implementieren, weil hast du irgendwo einen Fehler. Das ist akzeptables Verhalten, Crash ist nicht akzeptabel. So.
Da sind wir mal gerade überlegen, ob ich das wieder mich erinnern kann, genau wie diese Konstruktion ist, die so abgefahren ist. Ja, ich glaube, ich weiß es wieder. So, wir haben ja, genau. Ja, er sagt es auch schon, das ist genau, glaube ich, dieses Problem hier. Das heißt, wir haben ja jetzt das dedupliziert in einen schönen Diamanten und ich habe ganz oben eine reine virtuelle Funktion. Jetzt habe ich diesen Diamanten erzeugt, das heißt, ich habe zwei abgeleitete Klassen und beide von diesen abgeleiteten Klassen implementieren aber diese rein virtuelle Funktion. So, und wenn ich jetzt hier dieses Derived anlege, dann sagt er mir schon, hey, das gibt aber irgendwie keinen Sinn. Jetzt hast du zwei Implementierer davon, das sind beides Final Overrider von demselben Subobjekt, weil es gibt ja nur ein Subobjekt von Base0a. Ist ja dedupliziert. Ja? So, und das ist sozusagen jetzt die letzte Schwierigkeit. Das heißt, ein Final Overrider ist eine Eigenschaft, die pro Subobjekt auch nochmal mehrere Instanzen haben kann. Das heißt, wenn du es wirklich ausmultiplizierst, ist ein Final Overrider eine Eigenschaft von einem Typen, nämlich derived. Da sozusagen schau mal rein, was ist denn der Final Overrider? Also was passiert denn, wenn ich hier drauf irgendwie Func aufrufe? Dann eine Funktionssignatur, also zum Beispiel können es ja auch zwei Funktionen geben, die Func heißen, aber die haben unterschiedliche Parameter. Ja, das sind unterschiedliche virtuelle Funktionen. Das heißt, ich brauche die Funktionssignatur. Dann brauche ich das Base Class Subobject. Das haben wir ja vorhin gesehen. Und dann, wenn ich so einen Fall habe, wo ich eben in einem Base Class Subobject zwei Final Overrider habe, muss ich auch noch schauen, woher kommen denn diese Final Overrider? Das heißt, ein Final Overrider ist über diese, ich glaube, vier Parameter tatsächlich dann eindeutig definiert. Ja. Und deswegen gibt es in Clang eine Möglichkeit, diese Final Overrider-Liste zu bestimmen für einen Typen. Und es gibt eine unglaublich komplizierte Datenstruktur zurück, über die ich bestimmt 3 Stunden gebraucht habe, zu verstehen, warum diese Datenstruktur so ist, wie sie ist. Und der Grund, warum es so ist, wie sie ist, ist, weil es halt diese vier Parameter gibt, die erst dann eindeutig einen Final Overrider identifizieren. Warum brauche ich jetzt einen Satz noch? Warum brauche ich diese Datenstruktur? Naja, weil ich erstmal aus diesem ganzen Baum hier die ganzen rein virtuellen Funktionen aufsammle und dann schaue, hat diese virtuelle Funktion einen Final Overrider? Ja, und dann kriege ich also diese unglaublich komplizierte Datenstruktur zurück und kann dort reinschauen, ob es einen gibt. Aber dafür muss ich halt irgendwie verstehen, warum die Datenstruktur irgendwie so komisch ist. So, bitteschön, eine Frage. Ja, also angenommen Base 0a bzw. Base, deine oberste Base-Klasse, wäre jetzt ein Template basiert. Und die A-Seite sagt zum Beispiel, sie implementiert Func für Integer und die andere Seite sagt, sie macht es für Double. Also. Dann habe ich ja theoretisch teilweise keine Kollision mehr, weil ich ja überladen kann C++, richtig? Das heißt, dann ist es ja theoretisch anhand des Typens eindeutig zur Laufzeit, aber halt nur für ein spezifisches Template. Also Templates existieren nur in einer gewissen Phase der Kompilierung. Ist der Language Server dahinter oder davor? Der Final Overrider ist sozusagen bestimmt über das, was zur Laufzeit passieren würde. Das heißt, da gibt es in dem Sinne keine Templates mehr. Das heißt, wenn du über virtuelle Sachen redest wie virtuelle Funktionen sind Eigenschaften von Klassen und nicht von Templates. Aber ich meine, du hast ja trotzdem irgendwo dann, also die Funktion kann ja mit dem Typ T irgendwas machen. Und du hast jetzt unten die Sache, du willst alle nicht implementierten Funktionen reinbauen und kannst jetzt 8 verschiedene Varianten von T reinkriegen, wenn das durch die Vererbung 8 verschiedene Template-Instanzen gibt, die ich dann wieder zusammendiamante. Ja, aber die Sache ist, dass ich mir das sozusagen anschaue nach der Instanzierung von den Templates. Und nach der Instanzierung von einem Template ist das eine normale Klasse mit einem komischen Namen. Ja, Und das okay. ist das eine andere Klasse als das hier unten das. Also das macht es nur für Menschen ab. Bitte? Das macht es nur für Menschen schlimmer. Das macht es für Menschen etwas unverständlicher, ja, aber an der Stelle habe ich da mit meinem Team keine Probleme. Ja, bitte? Ja. Würdest du, wenn du quasi an der Stelle bist und dann Funk in Derived manuell implementierst, wieder bei den Code haben? Ich glaube. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, es geht. Ja. Das macht ja irgendwo Sinn. Ja, weil
Es ergibt schon irgendwo Sinn, ne? Wenn man sich das überlegt. Also das macht ja einen Eintrag sozusagen in der V-Table, die für das eigentlich da ist. Und er muss jetzt hier in dem Konstruktor selektieren, wie seine, also muss eigentlich, wenn er diesen Typen definiert, muss er seine V-Table dafür konstruieren. Und dafür braucht er halt einen Eintrag für diese blöde Funkfunktion, weil also, es gibt ja quasi nur einen zu populierenden Eintrag. So, und jetzt ist sozusagen klar, wenn er das selber definiert, was er da reinschreiben soll. Ja, eine Frage? Wo wir jetzt schon so schön mit den Keywords in C++ spielen, es gibt auch das Keyword Final, in dem ich quasi sagen kann, diese Funktion kann nicht weiter überschrieben werden. Ja. Wenn ich jetzt in einer von Base1a oder Base1a dieses Final schreiben würde, statt Override, gäbe es dann einen klar definierten Final Override, mit dem Derived dann quasi laufen könnte, oder ist das dann immer noch unspezifiziert? Das, ich würde mal sagen, geht nicht. Schauen wir mal, ja genau, beschwert es nämlich immer noch. Weil er hat jetzt immer noch zwei. Das Final ist auch wieder so. Also C++ benutzt gerne Wörter, die nicht das bedeuten, was sie in normalen Englisch bedeuten. Final heißt eben nicht, dass das der Final Overrider ist. Ja? Final heißt, ich darf es nicht weiter überschreiben. Das sehen wir halt so genau hier. Also man kann natürlich auch sagen, es impliziert, dass es der Final Overrider ist, aber Final Overrider, wie wir gelernt haben, ist eine Eigenschaft von 4 Parametern. Okay. Ja? Aber welche Funktion ja jetzt auch aufgerufen wird, hängt ja quasi auch ein bisschen davon ab, mit welchem Base-Typ du es quasi annimmst. Also wenn du jetzt quasi zwei Funktionen hast, die eine nimmt Base1a an und die andere Base1aa sozusagen und du gibst dem ein Derived, dann ist ja die Funktion func, die dann ausgeführt wird, ja die von der Basisklasse. Nee, das ist ja eine virtuelle Funktion. Das heißt, ich werde das hier ausführen. Also wenn ich ein Objekt vom Typ derived habe und habe einen Pointer auf Typ base1aa, der Pointer zeigt auf das Typ derived, dann wird er diese Funktion aufrufen. Jetzt machen wir das zurück. So. Weil das der Final Overrider ist und das einfach nur eine Implementierung einer virtuellen Funktion, aber da die Funktion virtuell ist, heißt es, der Dispatch muss zur Laufzeit stattfinden. Okay, Frage hinten? Ich habe die ganzen Fragen nicht wiederholt, verdammt. Ja, weil der Final Overrider ja nur diese vier, durch diese vier Parameter eindeutig definiert ist. Also die Frage war, das ist die eine Frage, die ich da hole. wenn ich ein Objekt anlege, also instanziere oder wie man immer das nennen möchte, ist darüber dann schon final festgelegt, was die ganzen Final Overriders sind. Und die Antwort ist ja, wenn ich das also tatsächlich hier das Objekt anlege, das ist das sogenannte Complete Object, glaube ich, und das legt in seinem Konstruktor, also sprachlich gesehen ist dadurch, dass ich habe tatsächlich nur ein Objekt von Typen derived und das hat Subobjekte. Und das äußerste Objekt legt fest, was die Final Overriders sind. Und wenn du es auf der Laufzeitebene dir anschaust, also was der Compiler daraus macht, also die Instruktionen, die generiert werden, ist die Initialisierung, also dieses Ding hat eine nicht triviale Initialisierung, das heißt, es muss mit irgendwelchen Werten beschrieben werden. Und diese Initialisierung setzt eben die V-Pointer. Und durch das Setzen der V-Pointer sind die Final Overrider festgelegt. Ja, die Frage ist, geht das deterministisch hervor aus dieser Initialisierungscode-Zeile? Oder kann man da während der Laufzeit irgendwas unter der Haube machen? Das hat noch nicht mal was mit der Initialisierungszeile zu tun, sondern das hat was mit den vier Parametern zu tun. Das heißt, du hast den Typen hier festgenagelt und alle anderen sind sozusagen nur Eigenschaften von welche Funktion du jetzt aufrufst. Das heißt, die vier Parameter waren die vier Parameter waren Typen, Funktionssignatur, Base-Class, Sub-Object und dann dieser Quatsch, der keine Rolle spielt mit dem Diamanten oder der Virtual Inheritance. Ja, und da ist ja keine Laufzeiteigenschaft dabei. Und dadurch, dass es über diese vier Parameter festgelegt ist,
Ist alles schön vorgegeben. So, Pizza ist da, insofern beende ich mal die Aufnahme. Pause. Okay.